Blick auf dieses Geschehenes lenken. Dunkel ist der Himmel, lass uns kurz mal daran denken, dass dort außerhalb der Mauern die Köpfe sich schon renken. Zu dem einen dort am Kreuz, als die Glieder sich schon senken. Und es ist zur dritten Stunde, als er dort am Balken hängt. Und es ist die Seitenwunde, die das Blut zum Boden drängt. Und man sieht einen Soldaten, der einen Schwamm in Essig tränkt. Und man sieht Familie warten, in der Stille an ihn denkt. Was niemand je für möglich hielt, geschieht in diesen Stunden. Jesus, dieser eine, bezahlt mit seinen Wunden. Tropft und tropft von diesem Baum, wird nun so geschunden. Dies Lied ist nur ein Ankratzen der ewigen Sekunden. Denn betrachten wir die Handlung in genau diesem Moment, ist es Gottes heiliger Zorn, der den Sohn vom Vater trennt. Er macht den Reinen hier zum Sünder, alles was man kennt, wird ihm nur zur Last gemacht, von Schuld nun überschwemmt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Denn nur so konnte er das seine Lamm werden. Er erwies sich würdig, für alle hier zu sterben. Nichts Größeres ist hier passiert auf Erden. Wie könnte ich nur recht erheben, irgendwas zu erben? Denn er leidet mehr als irgendwer zuvor. Bitter blutet, schreit es bis an mein Ohr. Diese eine Tat hat es einmal vollbracht. Heute bringt sie Licht in jede dunkle Nacht. Sie erleidet mehr als irgendwer zuvor. Bitter blutet, schreit es bis an mein Ohr. Diese eine Tat hat einmal es vollbracht. Heute bringt sie Licht in jede noch so dunkle Nacht. Und ich stelle mir dann vor, wie er uns alle schon vor Augen hat, dass er ganz von Gott verlassen noch immer diesen Glauben hat. Für unsere Schuld spricht, damit der Vater auch vergibt, dass da jede Ewigkeit der Hölle in den drei Stunden liegt. Weil er Sünder kannte und den Menschen so geliebt, dass Gott uns diesen einen Sohn ganz einfach gibt. Und nun stelle dir noch vor, das war alles an deiner Stelle. Jede Lüge, jede Sünde gibt ihm noch eine Schelle. Verspottet und verhöhnt haben wie eine Massenwelle. Und der in diesem Moment die Eisen sprengt in meiner Seelenzelle. Und ich begreife es noch immer nicht, er ist das ewige Licht. Und der verspricht, dass er eines Tages alle Tränen abwischt. Drei Stunden und es war des Vaters Kelch. Drei Stunden hielt er an für diese Welt. Genugtuung gibt sein Leben für uns gestellt. Jesus, dieser Christus, ist nun unser Held. Denn nur so konnte er das seine Lamm werden. Er erwies sich würdig, für alle hier zu sterben. Nichts Größeres ist hier passiert auf Erden. Wie könnte ich nur recht erheben, irgendwas zu erben? Denn er leidet mehr als irgendwer zuvor. Bitter blutet, schreit es bis an mein Ohr. Diese eine Tat hat einmal es vollbracht. Heute bringt sie Licht in jede dunkle Nacht. Und die Leiden, die wir haben, kommen niemals an den Sohn heran. Er hat alles getan, von dann fingen neue Zeiten an. Es ist vollbracht, hat er gesagt, des Menschen Sünden ist bezahlt. Gott nahm ihn hin als einmaliges Opfer, befreit durch ihn Menschen und dann auch sie als Tochter. Geschenke gilt es anzunehmen. Denk daran, er gab sein Leben. Er gab sein Leben. Er gab sein Leben. Denk daran. Er gab sein Leben. How do I face my fears?